Willkommen zurück. Wir haben Pixelmon besiegt am 28. Tag im Jahr 3. So, ihr Schlauchmeier. Was ist da jetzt so schief gelaufen? Es war nicht Tag 21, es war nicht Tag 7 oder sonst irgendein Scheiß. Nein, es war Tag 28. Genau 2 Tage vor Ende dieses Digimon-Jahres. Ha, scheiß auf euer Gelaber, scheiß auf eure Scheiße. Ich hab Pixelmon jetzt in die Stadt gekriegt. Jetzt haben wir nur eine kleine Schwierigkeit vor uns. Pixelmon ist manchmal im Laden und verkauft Trainingspläne und man muss sie für 50.000 Bit holen. Tja, da ich die Trainingspläne nicht kaufen kann, decke ich mich halt mit Disketten zu. So, und wie benutzt man diese Trainingspläne? Es ist ganz einfach. Kaufen und dann einfach im Inventar lassen. Was werde ich wohl tun? Medium MP. Schade, ich dachte, da wäre noch eine Protection Disk drin gewesen. Na, was soll's. Kaufen wir 2 Omnipotente, damit wäre die Sache gegessen. Auf zum Berg der Unendlichkeit, aber erstmal das Inventar leer machen. Zwischendurch laggt das mal wieder, ich frag mich wieso. Medizin werde ich glaube ich nicht brauchen. Ist über Death Quest, naja, im Final Boss. Autopilot, ja, ist immer dabei. Portable Potty, müsste ich vielleicht noch ein paar kaufen. Mansion Key, der muss raus. MP-Chip, Offensiv-Chip raus. Medium Recovery, Medium MP. Ich bin vorbereitet. Es gibt nur noch eine Kleinigkeit zu tun. Ich sollte mir vielleicht ein paar Bit dazu verdienen und dann, dann sollte ich noch ein paar Portable Potties einkaufen. Besser wär's. Ich lässt sogar eine Recovery fallen. Nun, es ist seine Chance, ja, seine Chance zu verlieren. Er sollte zum Angriff aus, aber mein Greymon war schneller. Ich sollte vielleicht ein paar Digimon platt machen, die mehr hinterlassen. Würde sich lohnen. Das andere haut ab, ist ja nett. Oh, dann machen wir mal gekriegt. Geburimon lässt ein bisschen Fleisch fallen. Ist er nett? So spendabel heute. Na gut, ich werde mein letztes Portable Potty nicht dafür verschwenden, meinem Digimon das erleichtern zu erleichtern. Mein Deutsch ist mal wieder genial. Gut besiegt. Tot gekämpft. Ich habe ein Betamon gestorben. Habe ich es gerade gefüttert, ohne dass es was wollte? Die wollen immer kämpfen. Die sind cool drauf, die wollen jede Zeit kämpfen. Ein Punch in die Fresse hat gereicht.
Okay, jetzt habe ich genug Geld. Das reicht für 5 Portable Potties. Sollte auch reichen. Das hat mich gelernt, aber ich habe es besiegt. Ich gehe zurück in die Stadt. Und ja, was gibt es eigentlich zu tun? Gar nichts. Okay, es gibt noch einiges zu tun. Und Pixelmon ist hergekommen und hat gefragt, Mister, wollen Sie ein geheimes Item? Er macht mir Sorgen. Macht ihm Sorgen. Zeit für Gerüchte, Fakten und Märchen. Mittelsmann denies his retirement. Okay, schön, es gibt nichts. Absolut nichts. Labern wir mal mit Angemon, obwohl es wird mir dasselbe sagen wie sonst auch. Den auf dem auf der Spitze von Backpanorama habe ich noch nicht getroffen. Also alles beim Alten und ich sehe und es kommt einfach nichts. Mein Digimon hat Hunger. Gut. Ja, speichere ich ab. Und nicht sie rein in den Berg der Unendlichkeit. Ausweichmanöver. Na, bitte kannst du da weggehen, ich will den Monitor aufmachen. Komm schon, tust mir den Gefallen. Das wird nicht einfach sein. Gut, zum Berg der Unendlichkeit solltet ihr wissen, alle Digimon, die hier sind, sind Hardcore. Die sind heftig, die schrecken vor gar nichts zurück. Megaton Punch. Es gibt ein paar, die einen anlabern und immer nur anlabern, anstatt zu kämpfen. Wow. Eisstatue. Fiese Attacke. Nicht nur, dass sie verdammt stark ist, nein, auch sie hat diesen Lähmungseffekt. Schade, dass ich nicht mit einem Megadramon oder Skullgramon reingegangen bin. Skullgramon hätte die Attacke gekonnt. Ah. Punching in your face. In your face. Abgewehrt. Und null. Hahaha. Besiegt. Kämpfen muss man hier auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe zu holen. Omnidisk. Okay, ich muss dann doch nochmal raus, um in den Laden zu gehen. Ja. Verkauf einen Glückspilz. Und eine Omnidisk. Okay, eigentlich gibt's ja nicht viel. Ein bisschen Vari wäre nicht schlecht. Man weiß ja nie, für den im Falle eines Falles. Okay, jetzt bin ich wirklich bankrott. Ah, ich habe sogar noch ein bisschen Futter. Hm.
Filet besorgt. Gut, gegen die Kollegen muss ich leider antreten. Ach du Scheiße!